Eine Branche, eine Stadt und ein Event. Die InnoTrans vereint alle 2 Jahre die globale Bahnbranche und die Spitzenvertreter der Verkehrstechnik aus aller Welt in Berlin. Auch zu ihrer 10. Auflage im September 2014 konnte die InnoTrans einmal mehr ihre Position als Branchenevent der Superlative untermauern. Das Medieninteresse zur Jubiläumsausgabe war entsprechend groß und so informierten sich bereits vor der Eröffnung am Pressetag mehr als 60 Medienvertreter über die Schwerpunkte und Highlights der Messe. Insgesamt 2.758 Aussteller zeigten hier 4 Tage lang ihre bahntechnischen Innovationen auf dem Frei- und Gleisgelände sowie in den vollbelegten Messehallen. Zum Ausstellungsspektrum der Messe zählen neben den Fahrzeugen auch die dazugehörigen Komponenten und Baugruppen sowie Lösungen für den Nah- und Fernverkehr wie auch Tunnelbautechnik. Die erneut gestiegene Ausstellerzahl und die rund 139.000 internationalen Fachbesucher unterstreichen das Erfolgskonzept der InnoTrans. Die InnoTrans ist überragend in ihrer Entwicklung der letzten 18 Jahre. Keine andere Veranstaltung hat sich so kontinuierlich und so explosiv nach oben hin entwickelt. Die heutige 10. Veranstaltung hat 16 Mal die Größe der Veranstaltung von 1996 erreicht. Das sind gute Zahlen und vor allen Dingen hat diese Entwicklung nie konjunkturelle Schwächen gezeigt, sondern war ständig organisch gesund nach oben hin gerichtet. Und auch die letzte Veranstaltung im Vergleich zu der Vorveranstaltung hat noch einmal in den wesentlichen Kennzahlen um 10% zugelegt. Insofern, wir sind sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung. Erstmals in der Geschichte der InnoTrans wurden 145 Fahrzeuge auf dem Frei- und Gleisgelände ausgestellt und mit teils spektakulären Präsentationen dem Publikum vorgeführt. Alstom beispielsweise hat gemeinsam mit der Deutschen Bahn seine neue H3 Hybrid-Lok vorgestellt. Bombardier präsentierte unter anderem den Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa 1000 zusammen mit Ansaldo Breda und dem italienischen Betreiber Trenitalia. Im Beisein des britischen Verkehrsministers Patrick McLoughlin hat Siemens erstmals den neuen DeZero City Thameslink der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine besondere Inszenierung bot der polnische Hersteller PESA, der im Rahmen einer spektakulären Show den ersten DB-Link-Zug an die Deutsche Bahn übergab. Insgesamt 17 innovative Schienenfahrzeuge wurden durch organisierte Pressetermine auf der InnoTrans 2014 präsentiert. Mehr als 1000 Journalisten und Medienvertreter aus 50 Ländern berichteten über die Neuheiten und unterstrichen damit die Bedeutung der InnoTrans als globales Medienereignis. Davon profitierten ebenso die ausstellenden Unternehmen, die im Zuge eigener Pressekonferenzen die Berichterstatter aus aller Welt bei sich versammeln konnten. Auch der Besuch von hochkarätigen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik prägt die Bedeutung der InnoTrans. Seitens der Politik lieferten beispielsweise EU-Verkehrskommissar Siim Kallas und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt neue Impulse für den Branchendiskurs. Es sind eine ganze Reihe von Herausforderungen und erhebliche Diskussionen zu führen, wenn wir über den Ausbau der Infrastruktur im Bereich der Schiene und aller Mobilitäten reden. Es geht darum, dass wir die Kosten und den Wert des Erhaltes der Infrastruktur thematisieren und etwas stärker als in die Vergangenheit in das Zentrum von Wohlstandssicherung rücken. Die InnoTrans setzte auch mit ihrer 10. Auflage wichtige Maßstäbe für den Markt. So diskutierten Spitzenvertreter des Bahnsektors die wegweisenden Themen der Verkehrsbranche und gaben Einblicke in die aktuelle Marktsituation. Zudem wurden die daraus resultierenden Chancen und Potenziale für die Industrie und Gesellschaft thematisiert. Auch die großen Player unter den Fahrzeugherstellern und Bahnunternehmen setzen seit Jahren auf das Potenzial der InnoTrans und so wurden wieder millionenschwere Verträge sowie zahlreiche Kooperationsabkommen unterzeichnet. Als Innovationsplattform und Marktplatz für die Verkehrsbranche ist die InnoTrans unangefochten die weltweite Leitmesse dieses Sektors. Und so richten sich vom 20. bis 23. September 2016 alle Blicke erneut nach Berlin, wenn die InnoTrans dann zum nunmehr 11. Mal ihre Tore öffnen wird.